Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, mit roter Nase und rotem Gesicht. Es ist kalt, obwohl eigentlich ist es heute relativ mild, aber mir war die ganze Nacht so eiskalt. Ich glaube, wir haben 4 Grad oder so gehabt. Es war kalt, es war windig, es war einfach nur Sturm. Richtig furchtbar. Meine Füße sind heute Morgen erst warm geworden, nachdem ich wirklich, weiß ich nicht, 7 Decken auf mir drauf hatte und selbst da waren sie noch kühl. Ja, ich weiß auch nicht, was mit den Hunden los ist. Die sind heute den ganzen Morgen still und immer am Beobachten und immer am Gucken und Tun und Machen. Ja, Pascha hat da die Katze gesehen, glaube ich. Drüben ist nämlich die Katze jetzt bei dem Gärtner einmal zu sehen und da guckt er ganz gespannt. Ansonsten haben wir es relativ mild heute, aber es soll ja auch regnen und es soll weiterhin windig bleiben. Ich habe Massen an Wäsche, das werde ich jetzt gleich erst einmal in die Maschine donnern. Ja, Katze ist jetzt hier gar nicht zu sehen, obwohl eben war sie da die ganze Zeit. Ich glaube, sie hat sich jetzt auch an einen sonnigen Ort verbracht. So sieht das Haus übrigens aus, wenn es ausgeschlachtet wurde. Also man hat quasi alles rausgeholt, was man auf irgendeine Art und Weise gebrauchen kann. Und dann wird der Abriss sicherlich bald vonstatten gehen. Da hinten sind die Bananenmänner, hatte ich eben schon gesagt. Die werden wahrscheinlich wieder Bananen einsammeln mit dem Riesenlaster da. Und ich wünsche euch heute ganz viel Spaß. Heute ist Dienstag und dann schauen wir mal, was wir heute so machen. Ich bin am Überlegen, ob ich mal zum Klamottenbasar gehe und da mal wieder ein bisschen bummeln gehe. Aber mal schauen, der Tag ist ja noch lang. Und jetzt gehe ich erstmal wieder rein, werde etwas frühstücken, das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Zuvor stelle ich erstmal meinen Shorts ein, dann sind die schon mal drin und dann mache ich mir Frühstück und mummel mich in meine Barbie-Decke ein und dann stellen wir die Shorts ein und die Hunde sind ruhig. Ich habe keine Ahnung warum, heute sind die auf Beobachterposition, aber hier sind auch ganz viele Geräusche links und rechts. Ne? Darf man natürlich auch nicht vergessen, sind hier mal schon am Bewachen. Wo ist denn Pascha hin? Der ist jetzt nicht in diese Richtung mitgelaufen, sondern nur sie. Oder ist er auch da? Da ist er, da hinten. Er wartet noch auf die Katze. Hallo, bonjour. Nein, nein. So. Genau, und jetzt muss ich mir erstmal wieder die Hände waschen. Ich hatte eben schon meine Hundeklamotten an, die habe ich aber ausgezogen, damit man nicht immer mit diesem roten Ding bei der Begrüßung zu sehen ist. Hängt da schon wieder am Haken. Und jetzt werde ich auch überall mal lüften, aber als allererstes, bevor ich irgendetwas anderes mache, werde ich die Waschmaschine beladen, damit ich irgendeine Chance habe, eventuell ein bisschen das Ganze trocken zu bekommen. Ja, so machen wir das. Ich wollte mal mit euch, natürlich bitte nach oben, und mit euch einmal das Wetter angucken. Das ist echt, ist Sturm hier, ne? Sturm, Sturm. Zum Glück ist das der Fall, dass, wenn das so windig ist, ich einmal mehr huste. Nein, aber die Wäsche trocknet dann ganz, sie trocknet ein bisschen, nicht so doll, aber sie trocknet so an, ne? Dass man dann auch, ich werde mal die Taschen hier rausholen, dass das dann zumindest, seht ihr, dass es ein bisschen trockener ist, als wenn es nicht windig wäre. Und da bin ich schon mal richtig froh drüber, auch das reicht. Ne? Man, hier sieht man es ganz gut, es trocknet so ein bisschen an durch den Wind. Und die ganz dünnen Sachen sind sogar, ui, jetzt habe ich hier aber das Problem, dass hier was runtergeplumpst ist. Moment. Dann trocknet das so ein bisschen an und die dünneren Sachen würde ich mal prognostizieren, trocknen auf. Das habe ich eben aufgehängt hier und das ist schon gut angetrocknet. Das habe ich vor, weiß ich nicht, vor 10 Minuten aufgehängt und das ist schon fast trocken, würde ich sagen. Also die, Materialien, die halt sonst auch leicht trocknen, hoffe ich mal, dass das auch bis heute Abend einigermaßen so ist, dass ich es unten hinhängen kann. Ich habe auch wieder Kochwäsche reingemacht. Mit zwei Personen hatten wir natürlich unendlich mehr Wäsche, als wenn ich alleine wäre. Ja, aber ich zeige euch mal das Meer. Ich weiß gar nicht, ob man mich hört. Ne? Moment. So sieht das Meer heute aus. Ich will nicht wissen, wie die Wellen sind. Gestern war es ja auch sehr windig und die Wellen waren eigentlich akzeptabel
wenig, also sie waren nicht hoch. Heute sieht es schon unruhig aus, ne, da hinten. Naja, jedenfalls, die sind wieder am Arbeiten da. Sehe ich auch gerade wieder jemanden. Moment, ich gehe mal ein bisschen ein Stockwerk tiefer. Da ist der Abriss, wie gesagt, fast vollendet. Da hinten haben sie in der anderen Villa auch schon das ganze Dach abgeholzt, hätte ich fast gesagt. Ein paar wenige Kleinigkeiten fehlen da noch und dann ist es auch ab, der ganze Metallschrott sozusagen im Auto verladen. Ja, die Hunde sind die ganze Zeit schon in ihrem Haus drin und schlafen, weil ich glaube, der Wind, das ist nicht so deren Sache. Mögen sie gar nicht. Heute Nacht war ja auch richtig windig. Man hat sie gar nicht gehört. Einmal hat Pascha gebellt, aber ja, jetzt fängt es an zu regnen. Das darf nicht sein, ne? Oh, bitte nicht jetzt regnen. Darf ich das alles wieder abhängen? Ich habe 2-3 Tropfen abbekommen. Es soll heute nicht regnen. Oh Mann. Ja, vielleicht sind es nur ein paar dunkle Wolken, die mir jetzt Angst machen. Naja, also es ist ja noch nass, ne? Ein paar Tropfen dürfte dem Ganzen jetzt nicht so schaden. Ja. Oh mein Gott. Ja, so sieht's aus heute. Gehen wir mal wieder rein, ne? Es nieselt, leider. Mensch, Leute. Das muss ich jetzt mal beobachten, dann würde ich sie schnell nochmal wieder reinholen, hilft ja nichts. Da werden langsam wahrscheinlich auch die Palmwedel herunterbrechen, würde ich mal sagen. Also der eine Palmwedel, der ist gleich ab. Gut. Ja, wir haben die ganzen Sachen ja auch noch nicht. Sag mal hier, Moment, ich muss mir eben euch wieder sauber putzen. Haben ja die Palmen noch nicht rasiert. Das wollte der Gärtner ja eigentlich machen lassen, hat er aber nicht. Egal, nur problematisch, weil wenn es so stürmt, wird das alles runterbrechen und den ganzen Garten wieder mit den ganzen Samen verschmutzen. Naja, so sieht's aus. Der Brand übrigens gestern war tatsächlich wahrscheinlich Bananenfeld, das die abgefackelt hatten. Und insofern nichts Besorgniserregendes passiert. So sieht es dann hier in den Bergen aus heute. Also es ist so ein, also wenn Sonnenwetter ist in Alanya, na, dann kannst du einfach nur Decke drüber und leg dich wieder ins Bett. Einfach nur Scheiße. Ich glaube, es decken sich die Hunde auch. Ich hatte kurz überlegt, ob ich nochmal runtergehe, weil ich habe keinen Kaffee mehr. Den hatte ich ja gestern nicht gekauft und oder nicht gefunden im Migros Jet. Das heißt, es hat wahrscheinlich auch keinen. Was war denn das jetzt? Das waren, glaube ich, die Leute vom Abbruch. Die schmeißen da irgendwie wieder irgendwas ins Auto wahrscheinlich. Naja, jedenfalls habe ich keinen Kaffee mehr. Das reicht aber noch bis morgen, also ich muss nicht unbedingt runter. Das Dumme ist nur, dass ich kein Schwarzkümmelöl mehr habe. Das habe ich auch im Migros Jet gestern oder in diesem kleinen Migros nicht gefunden. Ich weiß gar nicht, ob es Migros Jet war oder nicht. Habe ich jedenfalls nicht gefunden und insofern ist das blöd, weil ich noch mal runter muss. Aber nicht so schlimm und das mache ich dann morgen, inshallah. Ich wollte ja, wie gesagt, heute noch mal kurz, hatte ich überlegt, aber bei dem Sturm, bei der Kälte und bei dem Wind, nein, mache ich nicht. Da habe ich keine Lust zu. Vielleicht, wenn es nicht mehr ganz so windig ist, heute Abend, dass ich noch mal runtergehe. Es müsste jetzt so 11:30 sein und gucke, ob ich mir das hole, aber Schwarzkümmelöl hätte ich schon gerne. Das Problem ist nur, dass ich es im Migros unten an der Barbados auch nicht gefunden habe. Letztes Mal hatte ich ja die letzte Flasche genommen und ich glaube, dass die noch nicht wieder aufgefüllt haben, ihr Lager. Wenn nicht, dann müsste ich mal zu dem anderen Migros, der ganz oben ist. Hätten wir mal mit dem Auto, wollten wir ja auch mehrfach hin. Haben wir dann ja immer nicht auf die Reihe gekriegt, weil jedes Mal, wenn wir zu diesem 3M-Mikros, ist das, glaube ich, gefahren sind, hat es ja so wahnsinnig geregnet und dann haben wir keinen Parkplatz gefunden. So war das ja. Naja, also ich kriege das schon irgendwo. Ist ja jetzt auch nicht lebenswichtig. Ich muss auch noch mal gucken, dass ich mir irgendwie das mit dem Online-Bestellen, dass wir das irgendwie hinkriegen. Oh mein Gott, ne? Das ist so windig. Wenn du die nicht richtig festklammerst, deine Wäsche, dann fliegt die auch durch die Gegend. Ich habe versucht, das einigermaßen festzumachen und zum Glück hat sich auch der Regen so ein bisschen wieder verzogen. Ja, also es ist
Guck mal da hinten, das ist wie so eine Sucht, ja, dieser blaue Himmel. Wenn du hier lebst, ist es wirklich, es macht süchtig, die Sonne und der blaue Himmel. Wenn du den nicht hast, ne, du drehst durch. Es ist nur Scheiße dann hier, wirklich. Man wird so nach Sonne und blauem Himmel, das Verlangen wird so stark, dass du, wenn so ein bisschen Lichteinfall in deine Augen fällt, dann ist auf jeden Fall die Welt schon mal wieder richtig schön. Und sonst, wenn du morgens aufstehst und diesen grauen, grauen Himmel siehst, dann denkst du dir einfach nur, oh, ich weiß, es ist Meckern auf hohem Niveau, weil wir haben, sind ja nun wirklich hier alles, sind ja hier wirklich verwöhnt mit dem schönen Wetter. Aber ja, verwöhnt ist auch das richtige Wort, ne? Bist du halt dann eben auch. Also die Palmwedel, die werden alle abbrechen. Ein paar Millionen auch schon gefunden. Was ist denn das für ein Geräusch hier immer? Das ist irgendwie irgendwas an meinem Haus, glaube ich. Aber was? Ich habe keine Ahnung. Hä? Liegt da oben irgendwas drauf? Auf dem Dach? Lass mal gucken. Moment. Macht das vielleicht Geräusche hier? Dieses Ding. Das ist nämlich, glaube ich, so ein Wäsche. Gedöns. Und warum liegt das da? Moment, ich hole das mal eben. Das kann man doch eigentlich richtig toll hier so anbringen, oder nicht? Dann könnte ich meine Wäsche. Ja, aber ich glaube, das hat jetzt hier auch nicht so viel Wert, weil die Wäscheleien machen das sicher besser. Naja, ich lege das mal dahin. Ja, das hier ist auch trocken, ne? Also das kann man schon wieder abhängen eigentlich. Leute, der blaue Himmel. Bananenmänner haben sich auch gedacht, nee, also wir gehen wieder nach Hause. Die waren nämlich da vorhin. Hat mein Mann auch gesprochen, hat gesagt, ja, jederzeit, wir helfen, wenn irgendwas ist, kommt, fragt, wir halten alle zusammen hier. So, nun gehe ich aber da rein, weil man hört ja überhaupt nichts. Hier, das ist auch trocken, ne? Das hatte ich eben gewaschen, vor 10 Minuten aufgehängt und schon trocken. Ich hatte ja Befürchtung, dass das wirklich überhaupt nicht trocken wird und dass das so total komplett feucht nass bleibt. Aber bei dem Wind, ein Glück, scheint das zu trocknen. Ja, ich habe auch vor, das ganze Haus wieder zu putzen, also komplett einmal, weil durch die ganzen Bauarbeiten, die wir jetzt hier hatten in den letzten Wochen, ist das natürlich ordentlich dreckig geworden. Also so ein Grundputz, ne? Also alles weg, die ganzen Teppiche weg, die ganzen Tische weg. Die Fliesen will ich einmal richtig putzen, hier alle mit der Bürste, ne? Mit so einer Bürste, die Fugen sauber machen und so. Das würde ich gerne machen. Ich hatte jetzt, wie gesagt, Kochwäsche reingemacht, dass die Maschine ist auch proppevoll. Und ja, Hunde, wieso? Da ist nur einer. Jetzt ist, ja, das ist Bonjo. Pascha hat sich wahrscheinlich in die andere Richtung, in den anderen Korb verzogen. Das gucken wir mal eben. Das war ihr oder ihm wahrscheinlich wieder zu eng, dass ich sie nicht aufwecke. Die sollten schlafen bei dem Kackwetter. Das ist Pascha. Ich hatte das heute, er hat mich schon wieder gehört, ne? Also er ist echt auf Wachstellung. Ja, mein Schatz. Er ist schon wach, aber sie schläft. Und er passt auf. Naja. Wenn sie schläft, passt er, hält er immer wach. Ne? Ist auch nachts so, hatte ich ja schon oft erzählt. Nun schlaf weiter. Genau. Wäsche habe ich, meine Bettwäsche will ich unbedingt tauschen einmal. Hätte ich gewusst, dass das bei dem Wind so richtig gut funktioniert, hätte ich die tatsächlich heute einmal gewaschen. Dann wäre die bestimmt trocken geworden bis heute Abend. Aber das mache ich dann morgen. Egal. Ja, so sieht's aus, Leute. Depri, einfach, ich sag's euch. Da hinten sind schon Hoffnungsstrahlen. Die Sonne versucht ihr Bestes. Aber es ist kalt, ne?
Lass mal gucken, wie viel Grad. Also, ich würde schätzen 11 Grad. Moment. 13 Grad? Fast richtig. Ja, gut, ich bin dabei, die NDR Talkshow zu gucken. Und zwar die vor 2 Wochen, glaube ich, ist die veröffentlicht worden. Die gucke ich immer mit Barbara Schöneberger und so. Ich mag gerne Talkshows gucken, wo es aber nicht so um so ein bisschen auch so ein bisschen Hintergrund hat, ne? Also nicht so nur Stars und Sternchen, sondern auch ein bisschen mal Politik, mal so ein bisschen ernstere Gespräche auch. Das finde ich vor allen Dingen auch so ein bisschen mein Alter, ne? Nicht ganz so jung. Also wenn da so junge Dinger interviewt werden, das mag ich so gern. Und die haben ja immer so ein bisschen Background mit zu bieten. Genau, die gucke ich mir jetzt weiterhin an und ich trinke nochmal einen Kaffee. Meine Videos habe ich alle online gestellt. Die sind alle schon für euch parat, bis auf die Vlogs. Das macht aber nichts, die werde ich dann nachher einmal einstellen. Internet ist lahm heute, meine Videos laden wirklich sehr schlecht hoch. Heute Nacht habe ich beobachtet bei dem Wind, da ist mein Strommast, der leuchtete immer blau auf. Also beide Richtungen, da ist so ein blaues Licht und das hat immer aufgeflackerte so auf und ging wieder aus. Ich denke mal, dass das vielleicht durch den Wind irgendetwas ausgelöst hat, was ein Alarm oder so ist. Ich weiß es nicht. War jedenfalls schon beängstigend. Da habe ich gleich meine Handys aufgeladen, aber dieses Handy ist auch schon wieder leer durch das ganze, durch die ganze Bearbeitung meiner Videos habe ich da auch schon jetzt wieder Ladebedarf. Aber das andere Handy ist voll. Ja, ich hatte ja auch kurz überlegt, wie gesagt, runterzugehen. Deswegen habe ich gedacht, mach die mal voll. Widerstand ist auch noch nicht da, aber ich bin sicher, das wird in Arbeit kommen. Der hat jetzt leider auch zu tun. Aber ist ja schon mal gut, dass wir uns das vorgenommen haben, Hühner zu halten. Und der Zaun ist ja auch aktiv, also wenn auch noch nicht optimiert. Ich hätte gerne den Zaun, ich habe euch das noch gar nicht gezeigt, den machen wir, wenn ich nächstes Mal zum Müll gehe. Den haben wir ja jetzt 2 Meter fast oder 1,80 Zaun haben wir gekauft. Und den haben wir leider nur vom Müll bis hier hinten hingezogen. Und ich hätte den Zaun aber gerne bis hier vorne auf 2 Meter, damit auch wirklich nicht, damit da keiner reingeht. Ne? Ich mag das gar nicht, wenn die in unserem Garten rumlatschen. Und natürlich auch die Hunde nicht. Und da muss auch noch eine Tür rein. Das werden wir auch noch machen. Naja, schauen wir mal, wann wir das alles bewerkstelligen. Jetzt muss erstmal das Wetter besser werden. Morgen ist auch noch genauso angesagt, also bewölkt und soll aber nicht regnen, das ist auch schon mal gut. Deswegen werde ich vielleicht auch noch mal her in die Bettwäsche waschen, mal schauen. Ich glaube, ich kriege das dann auch noch bezogen. Zur Not schlafen wir dann ohne Bettdecke, ist auch nicht so schlimm. Genau, also ohne Bettdecke ist schlimm, ohne Bettbezug, das wollte ich sagen. Ja. Gut, mein Lieben, da hinten das Haus ist auch schon richtig toll geworden. Moment, wie weit die da hinten mit dem Haus schon sind. Die haben schon Farbe dran gemacht und es sieht schon richtig wohnlich jetzt aus. Keine Baustelle mehr, es sieht schon richtig fertig aus. Da haben die ordentlich geackert jetzt in den letzten Monaten. Das muss man so still und heimlich. Ich habe das gar nicht so mitgekriegt, dass sie da Farbe dran gemacht haben. Ja, und bei uns, wie gesagt, ist jetzt hier auch schon, ich weiß nicht, was er da gemacht hat gestern Abend, wie man das nennt, aber ich glaube, das ist so ein Putz oder Versiegelung. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht so eine Art Putz. Das ist aber noch nicht getrocknet. Das heißt, wir können die letzte Schicht noch nicht machen. Das bleibt jetzt erstmal. Ich lasse das mal so 2, 3 Wochen durchtrocknen. Und dann machen wir den Schimmel, die Schimmelfarbe dran. Das sieht ja zwar nicht so hübsch aus, aber auf jeden Fall kein Schimmel mehr. Ich bin auch froh, dass sich das nicht bis nach oben gezogen hat, sondern dass nur quasi unten sich der Schimmel gesammelt hat. Übrigens, Moment, war zum Glück so, dass der Schimmel sich nicht in die Wand gefressen hat, also komplett von innen drin. Also ich hatte ja gedacht, dass wir mit Drainage und so arbeiten müssen. Es war tatsächlich nur die oberflächliche Feuchtigkeit, die hier im Haus herrscht, ne? Da es hier kalt ist und hier auch nicht geheizt wird. Im Regelfall sammelt sich eben die Umgebungsfeuchtigkeit, auch im Sommer übrigens, an der Wand an, klebt da dran fest und geht auch nicht wieder raus. Und auch im Sommer vermute ich, dass es so feucht ist hier, auch wenn hier Menschen leben, dass es auch im Sommer die Feuchtigkeit an der Wand hält und dadurch eben diese Schimmelbildung dann im Winter sich bildet, ne, wenn eben es auch noch kalt und nass ist draußen. Naja, jedenfalls hoffe ich mal, dass wir das jetzt erstmal gelöst haben.
Wir haben das schon mal so gemacht und es hat leider dazu geführt, trotzdem wieder hat es sich wieder verschimmelt sozusagen, haben jetzt aber andere Materialien. Und dann gucke ich mal, ob wir das dann in den Griff bekommen. Zum nächsten, was ich jetzt als nächstes mache, ist, dass ich dieses Blaue abmache. Ich hasse, das sieht nämlich echt furchtbar aus. Wir haben ja jetzt diese grüne Folie, da habe ich ja 6 Meter gekauft, die werde ich einmal anbringen. Wir wollen diese grüne Folie überall anbringen, also komplett einmal um den Zaun herum, um das Haus herum. Die habe ich natürlich nicht, muss uns unser Gärtner dann einfach mal mitbringen, werden wir dann überall zu machen, damit eben Hund zu Hund sich nicht begegnet und damit auch ja, man auch nicht so hier reingucken kann immer. Das ist uns auch so ein bisschen wichtig. Genau, so weit, so gut für heute. Wenn ich runtergehe, vielleicht so gegen Nachmittag nochmal, das möchte ich aber bezweifeln, weil das weiterhin so angesagt ist. Das wird, ich glaube, ich mache heute einen mummeligen, gemütlichen Tag. Vielleicht fange ich noch an zu putzen. Das kann durchaus sein. Aber ich setze mich jetzt erstmal hier in mein Sofa wieder, hole mir noch mal einen Kaffee und trinke den. Dann werde ich meine Vlogs einmal bearbeiten, bis die schon mal online sind. Und ja, schauen wir mal, wie der Tag weitergeht. Die Hunde, wie gesagt, die sind in ihrem Haus. Die sind immer noch drin. Die sind immer noch nicht raus und schlafen, obwohl Pascha ja wach ist eigentlich. Bunjuk schläft. Ja, bei dem Wetter, glaube ich, kann man denen das auch nicht verdenken, dass sie einfach nur schlafen. Ja, so sieht's aus. Inzwischen 14:15 und es ist immer noch richtig doller Sturm. Och mein Gott. Naja, ich mache mir jetzt meine Würstchen warm und ich habe Blumenkohl mit weißer Soße gestern gemacht. Das mache ich mir warm und dann habe ich Würstchen reingemacht, wie gesagt. Die werde ich jetzt mit Ketchup essen und dann gucke ich mir meine Serie an. Meine Fox habe ich alle eingestellt. Meine Kopfschmerzen sind leider gar nicht besser geworden, sondern eher schlimmer. Die muss ich gleich mal ein bisschen pflegen. Ich hoffe, dass das nicht noch schlimmer wird. Ich habe ja schon seit Tagen Kopfschmerzen. Ich habe auch keine Ahnung, woran das liegt. Aber ja, da muss ich mal gucken, dass ich da irgendwie das Ganze hinbekomme. Ja, die Hunde schlafen auch wieder, nachdem sie ein bisschen gespielt haben. Und jetzt, wie gesagt, ich habe Hunger, ich esse ein bisschen was und dann habe ich leider meine Burgerbrote nicht mehr und das ist richtig doof, weil die würde ich schon gerne essen. Ich habe nur keine Lust, bei dem Wetter rauszugehen. Naja, egal. Und dann fange ich vielleicht noch mal ein bisschen an zu putzen. Und dann ist ja auch schon, es ist wie gesagt 14:15, gleich 3:30, und dann fängt auch das Nachmittagsgebet wieder an. Der Tag ist also heute, ne? Ich habe keine Ahnung, wo die Stunden hingegangen sind. Naja, so war's und jetzt essen wir erstmal.